Rüdiger Rehm, der erste volle Tag im Trainingslager liegt hinter euch. Wie zufrieden waren Sie heute mit der Mannschaft? Ja, eigentlich sehr zufrieden. Ja. Wir haben heute Morgen viel im Abschlussbereich gearbeitet, haben heute Nachmittag jetzt mehr in der Taktik nochmal gearbeitet, auch viele gute Dinge drin, auch nochmal in der Spielform viele gute Sachen gesehen. Also ich bin sehr zufrieden, was das angeht. Auch der Verletztenstatus, ja, wir haben ein paar angeschlagene Spieler, aber das ist alles nichts Schlimmeres. Da sind wir bis jetzt auch ganz gut durchgekommen. Worauf wird jetzt in der kommenden Woche das Hauptaugenmerk liegen? Ja, vor allem in den Spielformen, ja, viele Spielformen zu machen, ja, Automatismen reinzubringen, Abläufe reinzukriegen, sowohl im Defensiv- als auch im Offensivbereich. Wer immer wieder auch durch Standardtraining noch, wird sicherlich das eine oder andere noch dazukommen. Dann haben wir die zwei Testspiele, wo wir natürlich auch ordentliche Partien abliefern wollen, wo wir auch im athletischen Bereich natürlich den einen oder anderen mal über 60, 70 Minuten auch spielen lassen. Ja, das heißt, da gibt es dann auch nochmal einen kleinen Reiz und ja, dann haben wir im Endeffekt das erste Taktische nochmal richtig angeschnitten, sind im athletischen Bereich dann relativ weit und dann geht es eben in den letzten Wochen. Morgen steht auch schon das erste Testspiel an. Was geben Sie der Mannschaft da konkret mit auf dem Weg? Ja, vor allem wollen wir ein ordentliches Spiel machen, eine gute Leistung zeigen. Wie gesagt, der eine oder andere auch ein bisschen länger auf dem Platz sein als 45 Minuten. Da haben wir morgen zumindest mal so ein angedacht und werden es wahrscheinlich auch so durchziehen können, dass wir da in die 60, 70 Minuten mal rangehen, ja, um uns einfach auch nah ran zu testen. Und natürlich wollen wir auch ein gutes Spiel machen. Ja. Wir haben viele Dinge angesprochen, haben in der Theorie über viele Sachen geredet, haben in der Praxis viele Sachen einstudiert. Und da wollen wir natürlich morgen schon die ersten Situationen sehen und hoffen, dass wir das auch so umsetzen können.